face of the galaxy. The Force fights with me. Get on those gun turrets. Bring her to me. All Republic forces, pull back! It is too late to retreat, Admiral. There is no escape for us. This is but a taste of the dark side. So, herzlich willkommen bei meinen Star Wars Knights of the Old Republic Let's Play. Bis jetzt habe ich, glaube ich, das Spiel habe ich damals sehr geliebt. Ich habe es jetzt einmal durchgespielt komplett. Aber es ist so viel hängen geblieben bei mir. Ich glaube, ich den zweiten Teil ein bisschen mehr gespielt, weil ich halt mit dem zweiten Teil eher aufgewachsen bin als den ersten Teil. Bis ich den ersten Teil danach gespielt habe. Und fand ich halt für mich sich sehr gut. Sehr entsprechend gut. Und wollte einfach nochmal die Experience von dem Spiel nochmal wieder kennenlernen. Bis jetzt habe ich ja nur ich habe jetzt einfach mal das Spiel bloß mal startet bei mir, wenn man hier sieht, um zu wissen, funktioniert das oder nicht. Also ist die deutsche Sprache vorhanden. Weil ich habe auch manchmal Spiele gekauft auf Xbox oder auf Steam, die einfach nur original, in Englisch haben. Und das ist halt sehr schwierig, in meinem deutschen Let's Play in Englisch halt zu erklären alles. Weil dann zu viele Dialoge kommen. Und das kann man halt nicht hundertprozentig alles erklären. Weil dann immer zu viel wird. Wir starten einfach mal ein bisschen, kann ich nur erklären. So, wir können jetzt halt aussuchen, welche weiblich oder männlich spielen und was für eine Klasse. Ja, man hier, also wenn wir weiblich oder männlich, dann hat man eine gleiche, zweimal Soldaten, Speer und Gauner. Ein Gaun, also ich will auch persönlich sagen, für mich ist das ein Lesetraining auch sogar, weil ich halt sehr undeutlich spreche, will ich halt mit laut und deutlich, wenn ich das vorlese laut, habe ich mindestens eine kleine Übung drin. Das ist halt dabei nur ein eigenes Training für mich, um laut, um deutlich was zu sprechen, weil das meine größte Schwäche ist und ich versuche das jetzt so deutlich wie möglich es zu erklären in meinen Worten. Ich hoffe, die Lautstärke ist relativ in Ordnung. Für meinen Kopfhörer ist es ein bisschen laut. Ich werde erstmal Stücke aufnehmen, mal kurz reinhören, wie die Lautstärke ist. Und dann später dann anpassen nochmal. Aber wenn wir ganz klassisch einen Soldaten nehmen. Ich werde jetzt einfach mal ich ein Mann bin, männlich sein. Ich persönlich spiele auch ganz gerne Frauen, weil ich damals im zweiten Teil das allererste Mal durchgespielt habe mit einer Frau, anstatt ein Mann. Seitdem her habe ich immer ganz gerne Frauen gespielt. Oder weibliche Charaktere. Anstatt männliche. Weil meine männlichen Charaktere sind meistens mal meine
meine Versuchsopfer. um zu sehen, wie ich weit komme. So, ich will in meinem ersten Playthrough. Warte mal kurz, ich lese mal kurz vor, bevor ich weiter erkläre. Ein geschickter Strauchdieb, okay, der sich mit List und Tücke durchs Leben schlägt. Ein Forscher, der an den Rändern des Universums zu Hause ist. Ein stets kampfbereiter und unbesiegter Kämpfer. Also das hat er hat. Davor war der Speer und jetzt davor der Corona. Weil ganz gerne mal normalerweise immer an sich den Zitaten mal spiele. Ich werde vielleicht mal irgendwann mal einen Stream machen, wo man halt gemeinsam, sag ich mal, Entscheidungen treffen kann. Ob ihr lieber gut, böse, ob ich die Entscheidung treffen soll, etc. pp. Also dann bin ich halt nur der Spieler und ihr seid die Entscheider. Habe ich auch schon vorgestellt zu machen. Aber für den Anfang, um nur zu präsentieren, das Spiel, das Let's Play, will ich mal geschillt anfangen für mich. Ich bin männlich, wir machen einen eigenen Charakter. Wir können sogar das Standard nehmen, aber ist für mich halt immer, naja, ist immer schön und gut. So, erstmal suchen wir mal einen schicken Charakter aus. Das Problem ist, momentan habe ich ja relativ big eher bärtig und die Kommunizier hier, die komischen, ja, was sind das für Bärtchen hier? Kinderchen. Und weil ich halt wegen Corona ein bisschen längere Haare habe, bin ich persönlich gerade erst den am nächsten gerade. Die Attribute. Die Attribute eines Charakters bestimmen dessen Boni und Mali auf Angriffe, Rettungswürfe und Machtangriffe. Behalte also die Attribute im Auge, damit du weißt, wie sie sich auf das Gameplay auswirken. Weil ich gerne mal ein bisschen den Allrounder spiele. Manchmal meistens mal immer das gleiche. Du hast 12, 12, 12 und 12. Beziehungsweise einige 14 oder 13 waren das nur. Ja, und dann waren, glaube ich, hier einige. Damals habe ich mal so gemacht. Aber ich fand es mal albern irgendwann. Jetzt persönlich finde ich es mal albern. Also, ich werde auch, glaube ich, eher weniger mit der Macht spielen. Weil ich eher Hau drauf Typ bin. Also ich die Weisheit eher weniger nehmen für mich. Machen wir trotzdem mal mit 10, dass wir halt mindestens nicht Minus-Modifikator haben. Stärke ist wichtig für Nahkampf, weil ich am Ende sicherlich wieder ein Jedi werde und keine Blasterkanone mehr habe. Also werde ich da mal 14 machen erstmal. Geschicklichkeit, also heißt für mich, also ich kann es ja noch vorlesen. Stärke. Stärke bezeichnet die Muskelkraft eines Charakters. Starke Charaktere erhalten Boni auf den verursachten Nahkampfschaden und ihre Trefferchancen. Dieses Attribut ist wichtig für Figuren, die mit Nahkampfwaffen wie Fibro-Klinge und Laserschwerten kämpfen. Geschicklichkeit. Die Geschicklichkeit eines Charakters bestimmt seine Beweglichkeit und seine Reflexe. Charakter mit hohem Geschicklichkeitswert erhalten Boni auf Angriffe und mit Fernwaffen wie Blaster und Granaten. Darüber hinaus sind sie für schwieriger zu treffen. Also wenn ich hohe Geschicklichkeit habe, bin ich schwerer zu treffen. Also natürlich kann man sehr viel Geschicklichkeit und Stärke gehen, wenn man halt nur auf so spielt. Aber weil ich halt auch mehr auf Dialoge eingehen möchte, will ich auch charismatisch gehen. Und weil Intelligenz halt viel wertvoll ist, bitte ich mal, wenn Skillen ist, will ich auch da ein bisschen mehr haben. Verfassung. Das ist halt gut. Also, kann ich vorlesen. Deine Gesundheit spiegelt sich in der Verfassung deines Charakters wider. Figuren mit guter Verfassung erhalten beim Levelaufstieg zusätzliche Gesundheitspunkte. Eine gute Verfassung kann nie schaden, besonders wichtig für allerdings für Soldaten und Jedi-Hüter. An sich ziemlich wichtig, wenn man halt, sag mal, den Hau drauf spielt. Aber wir sind geschicklicher.
Die Intelligenz. Je intelligenter ein Charakter ist, desto größer ist sein Wissen und desto besser kann er argumentieren, argumentieren. Charakter mit scharfer Intelligenz erhalten zusätzliche Punkte für die Primärfähigkeiten. Die Weisheit. Die Weisheit bestimmt die Willensstärke und Wahrnehmung eines Charakters. Jedi mit sehr großer Weisheit erhalten zusätzliche Machtpunkte und Boni auf Machtrettungswürfe. Darüber hinaus ist es überaus schwer, den Machtfähigkeiten eines weisen Jedi zu widerstehen. Also ist jetzt zum Beispiel Machtkontrolle. Diese, also jetzt kommt Charisma. Charisma, das Charisma eines Charakters bestimmt seine Persönlichkeiten und seine Führungsstärke. Da auch Effektivität der Macht von Charisma beeinflusst wird, ist diese Eigenschaft vor allem für Jedis wichtig. Eloquente Redner brauchen ebenfalls ein gewisses Maß an Charisma. Also, gehen wir auf was Grund da. Ich will mal sagen, aber jetzt kostet auch immer 2 Punkte das. Wenn man halt ab 14, also heißt, ich kann nur 1 Punkt setzen. Also das ist ein bisschen Quatsch für mich. Also mag ich auch lieber auf Verfassung, dass ich halt wissen, was aushalte. So, wir nehmen annehmen. Ich werde sicherlich gleich nach dem Intro die Lautstärke ein bisschen nochmal anpassen. So, die Fähigkeit. Alle Fähigkeiten deines Charakters haben eine Nummer. Diese Nummer besteht für die Stufe der jeweiligen Fähigkeit und bestimmt die Effektivität deiner Spielfigur. Setzt du eine Fähigkeit ein, wird deren Stufe mit der jeweiligen SK. Was wird mal SK? SK. Schreib in den Comments, wenn ihr das nochmal wisst. SK? Was ist SK? Skilltree? Keine Ahnung. Also, jeweils verglichen. Beispiel. Willst du ein Schloss der SK 15 knacken, muss die Summe aus der Fähigkeitsstufe in allen Fällen Sicherheit. Also, in Klammern, in diesem Fall Sicherheit. Diese Weisheitsmultiplikation und eines W20-Wurfs höher als 15 sein. Also heißt, man hat eine bestimmte Glückschance, das zu bekommen. Weil ich halt auf Überreden hier, weil ich halt, ich mag Spiele für mich, also wenn es zum Beispiel Dialoge sind, da sag ich mal, BioWare allgemein ist für mich Überreden, also besonders bei Charisma, ist ziemlich wichtig. Da merken wir es mal gleich volle Pulle, dass man halt alles ein bisschen quasi in kann, wenn man geht. Sprengschuf, ja. Das interessiert mich weniger, auch genau wie Tarnung. Aber ich will trotzdem mal vorlesen. Computer. Attribut Intelligenz. Charakter mit diesen Computerkenntnissen knacken mit Hilfe kleiner Sonnen jedes noch so große, gut gesicherte Computersystem. Darüber hinaus deaktivieren sie Geschütztürme oder überfluten gesperrte Bereiche. Die Zahl der benötigten Sonnen ist von den Komplexität des Vorhabens abhängig. Je besser deine Computerkenntnisse sind, desto weniger Sonnen brauchst du. 4 Fähigkeitspunkte einschließlich Multiplikation entsprechen jeweils einer Sonne. Zum Knacken eines Systems ist mindestens eine Sonne erforderlich. Das ist eigentlich auch ein bisschen wichtig, aber da mag ich auch irgendwas einen Punkt hin. Dass man auch wissen, was machen kann. So, Sprengstoff erkläre ich auch nochmal. Attribut Intelligenz. Sprengstoff-Experten platzieren, entfernen oder entschärfen Minen. Es gibt einfache, in Klammern SK-15, mittlere, in Klammern SK-20 und komplizierte SK-25 Minen. Beim Entschärfen einer Mine steigt die SK um 5 Punkte. Bei der Bergung einer Mine steigt die SK um 10 Punkte. Was ist das denn jetzt? Hallo? Okay.
Schon wieder so ein Scheiß. Also ich bin's bescheiden. Ich muss aber doch mal eine Elgato anschließen, anstatt über das Stream hier von Xbox. Muss ich mal sehen, wenn es so weitergeht, dann muss ich die auch wechseln. Das sind Dinge natürlich voll einstörend. Sehr stark. Nochmal von vorne, wo ich gerade stehen blieb. So, fangen wir mal da. Bei der Bergung einer Mine steigt die SK um 10 Punkte. Die Fähigkeit kann nicht ohne Training eingesetzt werden. Warte mal, kann ich jetzt ohne diese Fähigkeit keine Mine platzieren? Ach ja. Tarnung. Attribut Geschicklichkeit. Hast du die Fähigkeit, kannst du dich mit Hilfe bestimmter Geräte unsichtbar machen. Nach der Aktivierung des Tarnmodus bestimmt die Bewusstsein-Check, ob dich dein Gegner sieht, selbst wenn du direkt vor ihm stehst. Hör zu. Getarnte Charakter dürfen Minen platzieren, entfernen oder entschärfen, Computer- bzw. Reparaturdruiden verwenden und Türen oder Behälter öffnen. Ist es Mitglieder deiner Gruppe getarnt, greift der entsprechende Charakter nicht an. Oder nicht automatisch an. greift der entsprechende Charakter nicht automatisch in Kämpfen ein. Okay, ein oder an, ist aber fast dasselbe. Sobald du kämpfst, wirst du wieder sichtbar. Du kannst dich nur mit deinen entsprechenden Geräten tarnen. Je mehr Erfahrung ein Charakter hat, desto effektiver ist diese Fähigkeit einsetzen. Bewusstsein. Attribut Weisheit. Je weiser ein Charakter ist, desto größer ist die Chance, getarnte Objekte oder Charakter zu entdecken. Nach einem erfolgreichen Weisheitscheck gegen Tarnung, Fähigkeiten des Gegners oder die SK einer Mine, wird diese sichtbar. Das Bewusstsein ist immer aktiv. Allerdings erkennst du getarnte Gegner am besten, wenn du langsam gehst. Sobald du läufst, wird die Weisheit auf ein Malus von minus 5 ausgeführt. Überreden. Attribut Charisma. Diese Fähigkeit kann nur der Charakter des Spielers beim Levelaufstieg auswählen. Mit einem Überredungskünsten bringst du andere Personen dazu, dir zu helfen. Dass ein Gesprächspartner wichtig oder interessante Informationen, kannst du ihm diese entlocken. Deine erfolgreichen Chancen werden von deiner Überzeugungskraft und der Art deiner Forderung bestimmt. Es ist beispielsweise relativ einfach, einen Wachmann um ein höheres Kopfgeld zu bitten. Schwieriger wird es, wenn du willst, dass er seinen Posten verlässt. Ist er wirklich schwerer? Ist er wie fast dasselbe eigentlich? Okay, reparieren. Attribut Intelligenz. Mit dieser Fähigkeit kannst du in entsprechenden Ersatzteilen Computer, Druiden und andere Geräte reparieren. Die Zahl der benötigten Ersatzteile ist von der Komplexität der Reparatur abhängig. Je besser die Fähigkeit ausgebildet ist, desto weniger Teile brauchst du. Jeweils 4 Fähigkeitspunkte bedeutet ein Ersatzteil weniger. 4? Alter, ist ja viel. Allerdings ist für jede Reparatur mindestens ein Ersatzteil erforderlich. Diese Fähigkeit bestimmt außerdem die Zahl der wiederhergestellten Gesundheitspunkte, wenn dich Druiden oder Reparaturkits, verbesserte Reparaturkits oder Konstruktionskits selbst reparieren. Also es ist jetzt mehr für Druiden vorteilhaft. Sicherheit. Attribut Weisheit. Diese Fähigkeit ist für den Zugriff elektronischer Teile Schließmechanismus erforderlich. Investiere ein Charakterpunkte in diese Fähigkeit, kannst du auf Türen oder Behälter angewandt werden. Sicherheitssystemsonden erfüllen die Erfolgschancen und werden bei Zugriff auf Türen und Behälter automatisch angezeigt. Charaktere, die diese Fähigkeit keine Punkte zuweisen, können sie nicht einsetzen. Also ich kann nichts knacken ohne Sicherheit. Heilen. Attribut Weisheit. Diese Fähigkeit verbessert die Wirkung für Medikits. Je besser die
sie ausgebildet ist, desto mehr Gesundheit werden wiederhergestellt. Verbesserte Medikits und verbesserte Lebenserhaltungskits verbessern die Fähigkeit und erhöhen die Zahl der wiederhergestellten Gesundheitspunkte. Also ich denke mal, für den Anfang ist es halt wichtig, den ersten Punkt zu haben. Sicherheit braucht man mindestens einen. Bewusstsein. Vielleicht noch ein bisschen das. Und ich glaube noch einen Punkt. Nehmen wir das hier. Einfach ein bisschen Bewusstsein dazu packen. Ja, wir brauchen 2. Reparieren haben wir 2. Brauchen auch 2. Heilen haben wir 1. Ja. Ja, ich mache mal Sprengstoff einfach dazu jetzt. Bei Bewusstsein. Sehe ich die nur. Kann ich auch andere Charaktere nehmen, die wir besser sehen. Talente. Einige Länder ermöglichen den Einsatz schwerer Rüstung und verschiedener Implantate. Andere Talente beeinflussen deine Rettungswürfe und deine Fähigkeitschecks. Wieder andere Talente, zum Beispiel starker Angriff, werden in den Kopf eingesetzt. Weitere Informationen dazu findest du in jedem Talent. Du hast folgende, in diesem Level folgende Freischalten. Rüstungskenntnisse schwer, Rüstungskenntnisse leicht, Mittel, starken Angriff, starke Explosion, Waffenkenntnisse, Blasterpistole, Blastergewehr, schwere Waffen und Nahkampfwaffen. Ich werde jetzt nichts so vorlesen hier alle. Nämlich das wäre jetzt, ich denke mal, so viel des Guten. Wobei. Na nee. Also manch erklärt sich von selber. Beispiel hier, Kampf mit 2 Waffen. Ich bin auch jemand, der ganz gerne mit 2 Waffen spielt. Ich finde aber so immer sehr interessant, immer. Zwar einhändig immer sicherer mit der Ausführung, aber es geht auch anders. Dann gibt es Vorsicht, krieg einfach Bonuspunkte bei Sprengstoff einsetzen und Tarnung. Geht hier Treffer, also hier ist einfach Rüstung, dass ich halt ein bisschen schwere Rüstung tragen kann. Bei kritischer Treffer kann ich halt statt normale Angriffe oder Schlagangriffe kann ich auch kritische Angriffe machen. Das ist ja halt eher Crits machen, höhere Chance. Dann gibt es einfach Empathie, dass ich halt besser darüber reden, Bewusstsein und Heilung, mich selber verletzen, mich einfach heilen kann. Unruhe ist einfach nur, wird zuschlagen, aber das ist auch erhöhte Chance, dass man einfach neben trifft, da ich sehr oft erbt, wenn ich damals gespielt habe. Dann gibt es Technikexperte, dass ich halt bei Reparieren, Sicherheit und Computerkenntnisse Bonuspunkte auf Fuß vorkomme. Dann gibt es Training, Reaktivisieren gegen einfach nur mehr Rettungswürfe und körperliche Verfassung wird erhöht. Also ich krieg mein Leben mehr oder weniger. Man kann auch kurz Pause machen und noch selber lesen, wenn er möchte. Ein Charakter mit diesem Teil, also mit Implantat Level 1. Kann man halt Implantate verwenden, die besser sind oder je nachdem, die halt anders bewirken wird. Ich werde sicherlich im Spiel mal zeigen, also sich komplett ein Spiel dazu. Starker Angriff wird einfach nur ein etwas stärkerer Auto-Attack sein. Plus. Kann die Chance halt auch gering sein. Genau wie die starke Explosion, halt nur nicht im Nahkampf bezogen, sondern halt im Fernkampf. Genau wie schneller Schuss ist genau wie Unruhe. Scharfschütze ist genau wie kritischer Treffer. Einfach nur für, sag mal, Range-Waffen. Da sagst du die Blasterpistole, kannst du jetzt. Weil das ist auch wichtig, ist, dass du halt nur durch die Fähigkeit kannst du halt Plastpistolen, Plastergewehr und schwere Waffen tragen. Anders nicht. Und die kriegst du halt nur Bonuspunkte. Genau wie ganz unten mit Nahkampffähigkeiten. Müssen die Vipro-Kläne tragen. Und die kriegst du einen Bonus mit Angriff haben, kriegst 2 Bonus haben. Und dann die Zähigkeit. Die kriegt man nur zusätzliche Lebenspunkte bei Level ab. Und duellieren. Das ist aber ein Vorteil, wenn man einhändig spielt.
Also weil wir nicht einhändig spielen. Warte mal kurz. Also zieht auch für Fernwaffen, also eine Blasterpistole. Aber wir halt nicht mit einer Waffe spielen, sondern zweihändig. Wenn wir Kampf mit zwei Händen spielen. So, ich habe Bock auf gerade. Entweder Bock auf eine Doppelklinge oder zwei einfache Klingen. Auf den Zoom-Spielmodus, wir jetzt reingehen. Auf welche Lust. Vielleicht spielt es irgendwann mal wieder. Ich versuche jetzt einfach mal, gut zu handeln. Nicht böse. Aber ich will halt, sag mal, zwei einzelnen bzw. Doppelklinge spielen. Und wenn ich halt sicherlich mal böse spiele, krieg ich mal eine einzelne Waffe, also Einzelklinge spielen. Bzw. das Gegenteil. Also ich würde nur Einzelklinge spielen. Dann. Aber wir spielen jetzt erstmal Kampf mit zwei Waffen. Achso, stimmt ja. Das X für hinzufügen und nicht A. Weiter. Und mein Name. Jack Nedulo. Nein. Wenn wir meine Kumpels, meine Freunde, mich meistens mal Kalle nennen. Jetzt kommen wir von Pascal. Werde ich mir einfach. Na. Wobei. Ah, leck. Ich wollte schon mal früher zeigen. Eigentlich sind wir einfach Paladin. Das ist halt. Ihr könnt ihr mir eine Stars, wenn ich das was zeige. Ja. Nur mit Haar. Meistens schreibe ich ohne Haar, aber egal. Aber ich habe halt durch viele Passwörter, weil ich was vergessen habe, sag mal, bei manchen Accounts muss ich halt neu machen und da ich halt mit Haar schreiben irgendwann am Ende. Und ich finde einfach nicht mehr auch bei meinem alten E-Mail-Account, also beziehungsweise das Passwort nicht mehr. Okay. So sieht der Charakter aus. Wir spielen Soldat. Name Pascal. Also Pascal. Bla. Palabu. Haben den Charakter. Wir sind Soldat. Dann haben wir Stärke 14, Geschick 14, Erfahrung 12, Intelligenz 14, Charisma 14 und Weisheit 10. Wir haben eine Tapferkeit von 3, Reflexe 2 und 0 Willensstärke. Oh, wir sind so am Sack, wenn Machtkämpfe sind. Aber egal. So spielen wir. So. Dann spielen wir mal.